den wir mehr hinter der Kamera als vor der Kamera kennen, aber trotzdem aus dieser Medienbranche seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken ist. Er war der erste Ansprechpartner für Thomas Gottschalk, hat viel mit Günther Jauch zusammengearbeitet. Ihm haben wir Kinofilme und Fernsehserien in den 80er und 90ern zu verdanken. Und er hat einfach jede Menge zu erzählen. Und es ist Holm Dressler. Das war der LKW, auf ihn wir gesagt. Ja. Das war wirklich die Mutter aller Wetten. Achtung und top, die Wette gilt. Der LKW steht, liebe Zuschauer, auf vier Rädern. Wir haben Thomas Gottschalk und seinen Produzenten Holm Dressler, den die Münchner Abendzeitung hier als die Wunderwaffe von Gottschalk bezeichnet, zu ihrer Arbeit befragt. Gut, wir haben uns vor 11 Jahren 1977 kennengelernt. Damals war ich Nachwuchsredakteur beim Südwestfunk bei der ARD und Thomas hatte gerade einen Moderationstest beim Südwestfunk hinter sich und gemeinsam haben wir dann die Telespiele in der ARD produziert und gemacht. Ich dürfte Ihnen auch neu sein. Mein Name ist Thomas Gottschalk. Danke. Dafür kann ich mir wirklich nichts. Was es eigentlich für mich vorher nicht gegeben hat und für viele andere leider immer überhaupt nicht gibt, ist die Tatsache, dass ich genau weiß, wenn der Holm irgendwas austüftelt oder vorhat, dann kann ich das blind übernehmen. Wir sind so ein bisschen wie bei Chet Hennern, Winnetou, der eine was macht, kommt der andere damit klar. Und ich gebe zu, wenn der Holm mir irgendwas vorgeschlagen hat, wo ich erst skeptisch war, in 9 von 10 Fällen hat er recht, wenn er sagt, lass was so machen. Tempel des Olympischen Zeus in Athen präsentieren wir die ARD Olympiagala. Die Spiele kommen nach Hause und heute zu Ihnen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Ihre Gastgeberin heute Abend, Vicky Leandros. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in Athen. Willkommen zur goldenen Sonne. Ich bin Michael Winslow und ich verwette meine Ohrläppchen, dass ihr die zärtlichen Chaoten nicht vergessen habt. Das war aber noch gar nichts gegen den Streifen, der demnächst durchs Kino tobt. Film ab! Sag mal,
braucht man den Rucksack da unbedingt? Das ist kein Rucksack, das ist ein Fallschirm. Was ist das? Ein Fallschirm? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mit... Ja, niemals! Thomas Gottschalk hat schwupps aufs Knöpfchen gedrückt und schon war ich mit ihm und Helmut Fischer auf einem Trip, gegen den die Abenteuer der drei Musketiere aussehen wie eine Wanzenparty unterm Sofa meiner Oma. Lasst euch also überraschen von dem Märchen mit den drei wunderschönen Prinzen, die das Herz der Königin Deborah Shelton erobern wollen. Ihr wisst schon, die heiße Braut aus Dallas und Gerard hat keine Chance gegen uns. Schaut ihr den Heini an? Wenn du noch länger mit dem tanzt, ist sie schwanger. Auch der Knight Rider David Hasselhoff wanzt sich mächtig ran. Tage geiselhaft zwischen Todesangst und Hoffnung. Was die wollen, ist wirklich gut. Die geben ihr Leben dafür. Das ist unser Leben! Das dramatische Abenteuer einer außergewöhnlichen Liebe. Nina Hoss, Susanne von Borjody, die Geiseln von Costa Rica. Jetzt auf Pro7. Die Wüste. Das ist ein schönes Land. Man muss es begreifen. Sie verfallen ihrer Magie und verkennen ihre Gefahren. Das Leben deines Sohnes gehört mir! Eine Reise ins Abenteuer. Ein Trip in den Tod. Wir sollen kommen, wir sollen uns befreien. Eine Reise ins Abenteuer. Peter Maffay in einer packenden Deutschland-Premiere. Gefangen im Jemen. Heute 20.15 Uhr auf Pro7. Neues Kreuzfahrtschiff. Doch die Passagiere an Bord tragen Schutzhelme und Arbeitskleidung. Eine schwimmende Baustelle, denn das Schiff muss auf der Fahrt von der japanischen Werft in Nagasaki bis nach Hamburg endgültig fertiggestellt werden. Also es ist noch nicht ganz so wie beim Auto, dass man den Schlüssel umlegt und die Maschine läuft. Überall wird gesägt, gefräst und geschraubt. Arbeit statt Wellness im Spa-Bereich. Bei Zwischenstopps wird Bauschutt entsorgt und die Lagerräume des Schiffs werden aufgefüllt. Hier zum Beispiel auch ganz wichtig, gerade wenn wir Kinder an Bord haben, Ketchup für Pommes. Das Bier wird mit aufbereitetem Meerwasser gebraut. Testlauf für die bordeigene Brauerei. Also mit einem Produktionsgang können wir ungefähr 1700 bis 1800 Liter herstellen. Schlechtes Wetter verzögert die Arbeiten im Freien. Und ein Notruf droht, den engen Zeitplan umzuwerfen. Ein hölzernes Fischerboot mit 300 Flüchtlingen sollte ungefähr im Abstand von 50, 60 Meilen Steuerbordachter austreiben. Unter Deck werden die großen Shows geprobt und in der Küche sämtliche Menüs gekocht und getestet. Der Countdown läuft. Die längste Generalprobe, die je ein Kreuzfahrtschiff erlebt hat.
möchte mich bei dem Herrn bedanken, der diesen Abend für uns alle so schön und so interessant und kurzweilig und lehrreich gemacht hat, Herrn Holm Dressler. Danke, Holm. Der schwierigste Akt der gesamten Show, vor ihm das geheim zu halten. Er wusste tatsächlich nichts davon. Lieber Holm Dressler, tausend Dank, dass du uns so ein kleines bisschen in die Welt der Show entführt hast. Die ganze Sonne, spezial. Herzlichen Dank, Holm Dressler. Genau. Herzlichen Dank, Holm Dressler. Schön, dass die Überraschung gelungen ist.